Moin. Hallo. Hallo. Wissen wir schon mehr über den Täter? Ja, es ist dunkle Materie. Okay, irgendwelche Beweise? Nicht direkt. Was soll das heißen? Naja, es gibt keine direkten Beweise, aber wir sind uns sicher. Okay. Und es gibt niemanden, der etwas gesehen hat, oder? Dunkle Materie ist unsichtbar. Aber wir haben genügend Indizien gesammelt, die für diese Theorie sprechen. Alles klar. Danke. Gute Arbeit. Moment mal. Wie war das? Es gibt keine direkten Beweise, aber wir sind uns sicher. Okay, zugegeben. Sowas ist nur in der Astrophysik möglich. Also, dass etwas ohne 1000-prozentige Beweise trotzdem Fakt sein kann. Am Max-Planck-Institut für Astrophysik treffen wir Fabian Schmidt, der uns Näheres erklären kann. Es gibt drei große unabhängige Hinweise für die dunkle Materie. Aber dazu gleich mehr. Fangen wir von vorne an. Astrophysiker wie Fabian Schmidt gehen davon aus, dass es im Universum ca. 6-mal mehr Materie gibt als in den sichtbaren Sternen, Planeten und im Gas. Da sie aber unsichtbar ist, hat man sich für den Namen dunkle Materie entschieden. Die ganze Masse muss sich relativ langsam bewegen, außer mit der Schwerkraft wechselwirkt sie nur sehr schwach. Diese Einfachheit erlaubt es Forscherinnen und Forschern, die Verteilung der dunklen Materie im Detail zu simulieren. Die dunkle Materie bildet das Gerüst, an das sich die normale Materie durch die Schwerkraft anbindet. So ermöglicht es die dunkle Materie tatsächlich, dass sich deutlich mehr Galaxien und Sterne bilden, als es ohne sie passieren würde. Nun aber zurück ins Max-Planck-Institut zu Astrophysiker Fabian Schmidt. Welche Hinweise gibt es für die Existenz von dunkler Materie? Erstens würden die Galaxien, die wir beobachten, wie unsere Milchstraße und andere Galaxien in unserer Nachbarschaft, auseinanderfliegen, wenn sie nicht durch dunkle Materie zusammengehalten werden würden. Das sieht man hier in der Simulation. Zweitens gibt es den Gravitationslinseneffekt, wo die dunkle Materie eben wirklich das Licht ablenkt. Und drittens gibt es dann die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung. Das ist Strahlung aus dem frühen Universum, wo wir auch direkt Hinweise auf die dunkle Materie sehen können. Es ist aber wichtig zu sagen, dass wir noch nicht das ganze Universum verstehen, sondern der Teufel wirklich noch vielerorts im Detail steckt. Und daher sind auch ketzerische Ideen immer weiter willkommen. Was illustriert der Fall dunkle Materie? Ja, ich finde, das ist sehr gut illustriert, wie Naturwissenschaften Fortschritt machen, indem wir systematisch alle Alternativhypothesen zu einer Theorie uns angucken und ausschließen. Das ist ein Prozess, der nie abgeschlossen ist. Und was wichtig dabei ist, dass wir als Naturwissenschaftler uns nicht in zwei Lager einteilen lassen. Wir müssen immer offen miteinander reden und offen für diese Ansichten der anderen Wissenschaftler sein und Fakten als solche natürlich auch akzeptieren. Wie vermittelt man Fakten, die unsichtbar sind? Es gibt nun mal vieles auf der Welt, das wir als Menschen mit unseren Sinnen nicht direkt sehen können. Also es ist entweder zu klein oder zu groß, zum Beispiel in der Welt der Atome. Ich persönlich finde es sehr faszinierend an der Wissenschaft, dass wir trotzdem in der Lage sind, auch in dem Gebiet Fakten zu etablieren und die Welt zu verstehen. Braucht Wissenschaft manchmal einen Vertrauensvorsprung? Was uns als Naturwissenschaftler motiviert, ist, mehr über die Natur zu erfahren. Und je revolutionärer die Erkenntnis, desto besser. Und ich denke, daher brauchen wir erstmal das Vertrauen, dass wir wirklich nach wahrem Erkenntnisgewinn streben und nicht nur irgendeine Mainstream-Hypothese weiter stützen wollen. Schöne Sache an der Wissenschaft ist auch, dass es ja Fakten sind und jeder sich im Prinzip in die Sachverhalte einarbeiten kann und nachvollziehen kann, wie unser Gedankengang vor sich geht. Das ist natürlich heutzutage alles schon sehr speziell und komplex. Also ist mein Rat einfach, gehen Sie zur Lange Nacht der Wissenschaften, zum Tag der offenen Tür und fragen Sie uns Naturwissenschaftler alle möglichen Löcher in den Bauch, denn dafür sind wir da. Was macht freie Wissenschaft in der Astrophysik aus?
Hier in der Astrophysik, worauf wir uns verlassen, ist die Möglichkeit, international zusammenzuarbeiten in großen Teams. Und das kann zum Beispiel eingeschränkt werden durch Einschränkungen der Reisefreiheit. Und solche Problematiken muss man eben auch auf dem Schirm haben. Welche Rolle spielt die Junge Akademie dabei? Ja, die Junge Akademie erlaubt uns Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen, uns auszutauschen und voneinander zu lernen. Ein Beispiel ist eben zu lernen, wie Wissenschaftsfreiheit, was das für verschiedene Disziplinen bedeutet und auch, wie wir das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für diese Fragen schärfen können. Alles klar. Danke. Gute Arbeit.